Liebe Bücherfreunde, seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine rückt zunehmend auch die Literatur unseres entfernten Nachbarn im Osten Europas in den Fokus. Das Leseverhalten ändert sich und neben den vielen Sachbüchern, die die historische, gesellschaftspolitische oder wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine beschreiben, füllen zunehmend auch belletristische Werke die Regale und Büchertische der Buchhandlungen. Wir von Literaturkreis Online werden auch häufig gefragt, ob wir nicht einen Tipp hätten zu Autorinnen, Autoren der Ukraine oder Romane aus und über die Ukraine empfehlen könnten. Das nehmen wir gerne auf, denn es gibt Spannendes zu berichten. Ganz allgemein gesprochen würde man sagen, die ukrainische Literatur umfasst all diejenigen literarischen Werke, die in ukrainischer Sprache geschrieben sind. Es ist aber schwierig, eine Geschichte der ukrainischen Literatur im klassischen Sinn zu erzählen, denn dazu braucht es eine über die Jahrhunderte entwickelte nationale Identität und Sprache. Das ist im Fall der Ukraine ein bisschen problematisch. Die Ukraine gehörte ab Ende des 18. Jahrhunderts abwechselnd ganz oder in Teilen zu unterschiedlichen Herrschaftsgebieten. Das heißt, sie hat ihre ganze Entwicklung überwiegend unter fremder Herrschaft durchlaufen. Diese Herrschaftsgebiete waren Polen-Litauen, das russische Zarenreich, Österreich-Ungarn, die Sowjetunion und erst 1991 wurde die Ukraine ein souveräner Staat mit internationaler Anerkennung. Bis 1991 war die offizielle Sprache in der Ukraine Russisch. Für Autoren, Autorinnen war es deshalb schwierig bis problematisch auf Ukrainisch zu publizieren. Das war politisch nicht gewollt. Viele gingen deshalb ins Ausland, ins Exil, um dennoch auf Ukrainisch schreiben und publizieren zu können. Ein bisschen entspannter war die Situation im Westen der Ukraine, der weniger russifiziert war. Dort war es dann auch einfacher möglich, dass sich literarische Gruppierungen gründen, herausbilden konnten und eine ukrainische Literatur entwickeln konnten. Seit 1989 werden vormals ukrainisch schreibende und politisch verfolgte Autoren, Autorinnen rehabilitiert. Und seit der Erlangung der Souveränität 1991 findet eine massive Ukrainisierung und damit einhergehende Entrussifizierung der Sprache statt. Der ukrainische Staat fördert dies massiv. Das hat Auswirkungen auch auf den Literaturbetrieb, denn es gibt unglaublich viele Publikationen auf Ukrainisch. Autoren, Autorinnen schreiben auf Ukrainisch statt auf Russisch und verhelfen damit ihrer Literatur zu einer neuen Blüte. Es gibt ein wesentliches Merkmal, das die ukrainische Literatur von anderen Literaturen unterscheidet und auch eine Schwierigkeit im Literatur- bzw. Kulturbetrieb darstellt. Es fehlt ein gemeinsamer literarischer Kanon als Referenzrahmen. Das hat damit zu tun, dass die Ukraine über Jahrhunderte eingebunden war in Vielvölkerstaatengebilde und eine sehr stark fragmentierte Erinnerungskultur hat. Das heißt, es existieren viele regionale oder auch lokale Erinnerungskulturen, aber es fehlt das große Ganze, dieses sich gemeinsam Erinnernde. Erst seit 1991, seitdem die Ukraine ein souveräner Staat geworden ist, kann dieser Prozess auch tatsächlich in Gang gesetzt werden und erst allmählich kann sich so etwas wie eine gemeinsame, eine ukrainische Kultur und damit auch Literatur entwickeln. Literarisches Leben hat es in der Ukraine ja schon immer gegeben, angepasst an die jeweiligen gesellschaftspolitischen Verhältnisse. Bis vor 30 Jahren war dieses literarische Leben schwierig, problematisch, es war sehr eingeschränkt möglich. Es gab Zensur, Verbote, Denkverbote, Schreibverbote. Autoren, Autorinnen wurden diskriminiert und verfolgt. Die ukrainische Sprache in Schrift und Wort wurde unterdrückt zugunsten
der russischen Sprache. Die politische Souveränität der Ukraine hat auch eine Dynamik in der Entwicklung des Literaturbetriebs in Gang gesetzt. Das literarische Leben ist seitdem bunter, vielfältiger geworden. Es sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Das Spektrum der literarischen Themen und Inhalte verändert sich, erweitert sich. Auch wird gerne und verstärkt mit Formen und Stilen experimentiert. Es gibt die bekannten, etablierten Autoren, Autorinnen, die die Ukraine sowohl als Teil der Sowjetunion wie auch als souveränen Staat erlebt haben. Daneben etabliert sich eine Szene von Nachwuchskünstlern, die in einer souveränen Ukraine aufgewachsen sind, die Themen entsprechend setzt, gerne mit Formen und Inhalten experimentiert, provoziert und ganz gezielt ein junges, gleichaltriges Publikum anspricht. Wichtiges Instrument, literarisches Leben und auch den Buchmarkt lebendig zu gestalten und zu erhalten, sind Preise und Messen. Da ist die Ukraine nicht so gesegnet wie wir. Wir kennen das in Deutschland. Wir haben viele Buchpreise, es gibt viele Messen, es gibt zwei bedeutende Messen. Das ist in der Ukraine noch nicht so entwickelt. Es gibt einen Preis, der kein ausgewiesener Buchpreis ist, sondern ein Kulturpreis, und den gibt es auch schon seit 1962. Das ist der Taras Sevchenko-Preis. Thema Buchmesse. Es gibt in der Ukraine kleinere Buchmessen, aber die bedeutendste Buchmesse ist das Lemberger Buchforum, das es seit 1994 gibt. Das ist sehr wichtig, dass die Ukraine eine nationale Veranstaltung dieser Art hat, um einfach das ganze literarische Leben präsentieren zu können. Und es zieht ja auch immer ausländische Besucher und Beobachter an, die den ukrainischen Buchmarkt dann kennenlernen können. Auf der Frankfurter Buchmesse, die bedeutendste, größte Buchmesse der Welt, ist die Ukraine auch vertreten. Und da ist es einfach schön zu sehen, wie der Gemeinschaftsstand der ukrainischen Verlage immer weiter wächst. Damit wächst auch die Bedeutung der ukrainischen Literatur in der Weltfamilie der Literatur, der Bücher. Das ist sehr schön, das generiert jede Menge Aufmerksamkeit. 2012 war die Ukraine Partner oder Gastland der Leipziger Buchmesse. Auch das sehr wichtig, denn die Leipziger Buchmesse bietet traditionell den osteuropäischen Ländern eine Bühne für ihre Literatur. Und da war die Ukraine mit vielen Veranstaltungen rund um das Thema Buch und Literatur sehr präsent. Nicht nur im professionellen Literaturbetrieb, sondern auch für den Laien, für das große Publikum, für das Lesepublikum eine sehr gute Bühne, bekannt zu werden und die ukrainische Literatur einfach mal hier in Deutschland unter die Leute zu bringen. Sehr viel Luft nach oben gibt es noch, was das Etablieren einer blühenden Verlagslandschaft und der Organisation eines funktionierenden Buchvertriebs anbelangt. Das ist nicht einfach. Es ist auch der momentanen Situation geschuldet, die darin besteht, dass es eine starke Konkurrenz immer noch gibt des russischen Marktes im eigenen Land. Außerdem als zusätzliches Beschwernis kommt hinzu, dass Publikationen ukrainischsprachiger Bücher nur mit staatlicher Förderung möglich ist. Das Netz an Buchhandlungen ist in der Ukraine nicht so eng gestrickt wie bei uns. Das bedeutet, dass die Menschen nicht den Zugang zum Buchmarkt haben, zu Büchern haben, wie wir das gewöhnt sind. Es ist oftmals schwierig, an die Literatur zu gelangen. Es müssen weite Wege zurückgelegt werden. Oder aber es gibt auch noch nicht diese Vielfalt an Literatur, die sich die Ukrainer gerne wünschen. All das ist im Aufbau, all das entwickelt sich, aber es entwickelt sich in eine gute Richtung. Wir können hier nur eine kleine Auswahl treffen und wir beschränken uns auf diejenigen, deren Werke auch auf Deutsch erschienen sind. Die bewegte Geschichte des Landes hat auch in den Stammbäumen und Biografien der Schriftsteller und Schriftstellerinnen tiefe Spuren hinterlassen. Wenn man sich mal damit auseinandersetzt und diese Spuren verfolgt, kann man interessante Dinge herausfinden und feststellen. Zum Beispiel, dass
ukrainische Autoren, Autorinnen nicht nur reine ukrainische Wurzeln haben. Die Autoren schreiben auf Ukrainisch oder Russisch. Es gibt die Autoren, die in der Ukraine geboren sind, die dort aufgewachsen sind, auch heute noch dort leben und schreiben. Aktuell natürlich unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Es gibt diejenigen, die dort geboren sind, aber entweder im Kindesalter mit den Eltern ausgewandert sind, freiwillig oder gezwungen. Es gibt diejenigen, die als Erwachsene ins Ausland gegangen sind zum Studieren und dann auch nicht wieder zurückgekehrt sind, die teilweise auch inzwischen auf Deutsch schreiben. Es gibt diejenigen, die auf Ukrainisch schreiben. Es gibt diejenigen, die auf Russisch schreiben. Es ist also eine sehr gemischte Angelegenheit. Und je nach Biografie gibt es auch unterschiedliche Themen, die gesetzt werden bei den Autoren. Es gibt gemeinsame Themen. Es gibt unter diesen Autoren, Autorinnen solche, die nur in der Ukraine bekannt sind. Das sind die, die auch nicht übersetzt sind. Es gibt unter ihnen Autoren, Autorinnen, die international bekannt sind, weil sie eben in verschiedene Sprachen übersetzt worden sind und weil sie auch teilweise interessante ausländische, internationale Buchpreise gewonnen haben. All diese Autorinnen und Autoren sind die Stimme der ukrainischen Nation, die nach Freiheit und Anerkennung strebt. Und entsprechend nimmt die Geschichte, die Auseinandersetzung mit der Geschichte einen breiten Raum ein. Gerade diese wechselvolle Geschichte des Landes zwingt den Autorinnen und Autoren förmlich die Beschäftigung mit der Frage der schwierigen Identitätssuche oder Identitätsfindung auf. Also Fragen wie, wer bin ich, wo komme ich her, was sind meine Wurzeln? Und die Beschäftigung, insbesondere mit dem letzten Jahrhundert, heißt auch Beschäftigung mit den Themen Krieg, Hungersnot, Armut, Vertreibung, Exilsituation, Verfolgung. Es heißt Beschäftigung mit dem Alltag unter sowjetischer Herrschaft als Teil der Sowjetunion, aber auch danach das Alltagsleben in postkommunistischer, postsozialistischer Zeit, nicht nur gesellschaftlicher Alltag, sondern auch Beschreibung des Lebens der Familie, des Einzelnen. Welche Auswirkungen haben diese Zeiten, diese Zustände gehabt? Wie sieht das Leben heute aus? Was haben die Menschen für Hoffnungen? Was haben sie für Wünsche, für Sehnsüchte? Seit 2014 ist die Beschäftigung mit dem Donbass und der Krim ein Riesenthema, denn die Russen haben wieder eine Besatzungsrealität geschaffen, die auch literarisch verarbeitet wird, auf verschiedene Arten und Weisen. Selbstverständlich werden auch die Zustände in der Ukraine thematisiert. Ich denke da an Themen wie Korruption, Bestechlichkeit, Oligarchie, all das, was nicht gut läuft, all das, was verbesserungswürdig ist, all das sind keine lustigen Themen, das sind ernste Themen. Dennoch kann man feststellen, dass in der Literatur ein feiner, ironischer Unterton vorherrscht. Offensichtlich ist den Ukrainern die Ironie mit in die Wiege gelegt, denn es wird auch immer wieder darauf verwiesen, auf diese Ironie, die sich jeder Ukrainer bewahrt und die jedem Ukrainer auch ein Stück weit dabei hilft, diese Alltagssituation, all das, ja, was nicht gut läuft, zu ertragen und durchzuhalten. Ja, liebe Bücherfreunde, das war unser kleiner Streifzug durch die Welt der ukrainischen Literatur. Wenn ihr noch ganz konkrete Buchtipps haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Wir haben eine ganz persönliche Auswahl an Titeln für euch zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Lesen.